Hallo ihr Lieben, es wird wieder Zeit für ein Manga-Update. Eigentlich ist der April ja noch nicht ganz vorbei, aber da er ja Freitag vorbei ist, ja Freitag ist der 1. Mai, und ich mir garantiert jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag keinen Manga mehr kaufen werde, weil ich auch nicht mehr in die Stadt komme oder so großartig, habe ich gedacht, lade ich das Video dieses Wochenende schon mal hoch und mache es, beziehungsweise mache es dieses Wochenende schon mal. Und dann fangen wir auch direkt an, und zwar mit den Neuheiten von Kase, beziehungsweise mit dem, was ich mir von Kase gekauft habe. Und zwar ist das einmal eine neue Reihe, Wolf Girl and Black Prince von Ayuko Hata, Band 1. Ach, ich muss sagen, ich hatte den im Comic Planet auf dem Tisch gesehen und habe mir so überlegt, sieht schon ganz interessant aus. Wohl der Typ sieht ganz niedlich aus auf dem Cover, die Zeichnungen mal kurz reingeblättert, die Zeichnungen sind auch ganz süß. Probierst du mal. Ich bin ja normalerweise bei Kase irgendwie sind da nicht so viele Serien für mich dabei, beziehungsweise rein. Habe ich gedacht, naja, kannst ja mal wieder was versuchen, was Neues. Und ich muss sagen, es war ein echt guter Kauf. Also ich bin echt froh, dass ich mir den gekauft habe, weil der ist wirklich super. Der ist lustig, der ist süß, der ist ein bisschen bekloppt. Also der ist wirklich absolut empfehlenswert für jeden, der so auf Shoujo steht und der auch ein bisschen ja, Comedy mit da drin haben will. Dann habe ich weitergemacht mit Last Game. Den hatte ich mir letzten Monat für eine Review geholt. Und ich fand den jetzt ziemlich gut und musste da jetzt ein bisschen aufholen. Und da habe ich mir Last Game Band 3 und Band 4 geholt. Und der ist von Shinobu Amano. Und ja, ich mag die Reihe. Es ist einfach so süß, wie naiv unsere Protagonistin hier ist. Und wie sich unser Protagonist hier immer anstellt. Es ist echt lustig und auch süß. Und man denkt sich auch so ein bisschen so, ach, ihr seid doch beide zu doof da. Irgendwie zu doof für alles. Es ist einfach eine super süße, witzige Story. Dann Egmont-Neuheiten. Ja, als erstes, ich weiß nicht, wie es mir passiert ist, aber Close to Heaven... Band 7. Ja, ich habe ihn doppelt gekauft. Der ist von Rin Mikimoto. Und ich weiß nicht, wie es mir passieren kann. Es ist mir noch nie passiert, dass ich einen Manga doppelt gekauft habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe ihn versehentlich doppelt gekauft. Ja, aber es macht nichts, denn ich wollte bald eh noch ein Gewinnspiel starten, weil ich habe da so ein paar Kleinigkeiten wieder und so ein paar Figürchen und da habe ich gedacht, naja, bald kann ja mal wieder ein Gewinnspiel kommen und dann wird einfach der 7. Band von Close to Heaven mit dabei gepackt mit ins Gewinnspiel. Also, stay tuned. Bald kommt ein Gewinnspiel. Dann von Ai Minase, Namita Usagi Tränenhase Band 9. Ja, der vorletzte Band und ein sehr süßer dazu auf jeden Fall und auch einer, wo man sich denkt, was kann da jetzt noch im 10. Band passieren? Was kommt da jetzt? Was kommt da für ein Big Ending sozusagen? Weil da muss ja irgendwas Großes, kommt ja jetzt garantiert im 10. Band noch, ist ja meistens so. Und ich habe da schon so eine Vermutung. Und ich bin gespannt, was im 10. Band da auf uns zukommt. Dann My Little Monster von Rubiko, Band 7. Ja, es geht voran mit den Gefühlen, so langsam wird es was. Also es ist so, dass jetzt endlich ein bisschen mehr zu seinen Gefühlen gestanden wird und auch mehr über, ja, sehr offen über Gefühle geredet wird in diesem Band auch, finde ich. Also deswegen, es geht so ein bisschen, ja, es geht jetzt so langsam mal ein bisschen weiter, was Beziehungen angeht. Dann Tokipop. Erstmal habe ich mit Switch Girl weitergemacht und zwar habe ich da von Switch Girl Band 18, Band 19 und Band 20 und die sind von Natsumi Aida und ich glaube 25 gibt es noch. Ich glaube es gibt 25, das heißt ich brauche nur noch 5 Stück, dann habe ich die Reihe vollständig. Oh, das werde ich denke ich mal jetzt im nächsten Monat schaffen, hoffe ich zumindest. Und ja, einfach wieder sehr, sehr lustig, sehr süß, sehr viel Spannung und einfach eine super Reihe, die man auf jeden Fall empfehlen kann. Und ja, einfach ein super lustiger, super süßer Manga mit wirklich sehr viel großen Lachszenen. Dann die Neuheiten. Ein Einzelband von Kayoru mal wieder und zwar Schicksalhafte Liebe. Ja, sind halt wieder sehr süße Kurzgeschichten. Wie viele sind es? Es sind, glaube ich, ja...
Vier und Bonus. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr süße Kurzgeschichten. Kayoro hat ja einen tollen Zeichenstil und schreibt wirklich tolle Kurzgeschichten. Und auch diese hier sind wieder sehr empfehlenswert. Und einfach ein super süßer, super toller Einzelband. Dann eine Reihe, die jetzt abgeschlossen ist. Und zwar Dear Brother von Maki and Joji. Das ist Band 5. Und ja, ziemlich schade, dass er jetzt schon zu Ende ist. Es hätten ruhig noch mehr Bände folgen können, finde ich. Aber ein richtig, richtig toller Manga. Maki and Joji ist echt toll, was diese Geschichten angeht. Auch so für etwas Ältere. Es ist halt nicht mehr dieses typische Shoujo-Schulmädchen-Kram, sondern es geht wirklich so ein bisschen um ja, die erwachsene Generation immer. Und das ist auch mal sehr interessant. Und es sind tolle Mangas, die sie da hat. Mit viel Gefühl, aber auch Spaß und alles, was ein Manga halt braucht, mit drin. Dann eine neue Reihe, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar Sommer der Glühwürmchen, Band 1 von Nana Haruta mit natürlich der Shoujo Card. Nee. Ja, ich muss sagen, es ist wieder ein super süßer Manga. Ich finde ihn bis jetzt schon richtig, richtig gut. Eine richtig niedliche Geschichte, niedliche Hauptcharaktere und ja, ich mag Nana Haruta Zeichenstil ja sowieso und ihre Geschichten eigentlich auch sehr. Und dieser hier ist auch auf jeden Fall wieder sehr, sehr zu empfehlen. Dann als letztes von Tokipop und auch als letztes in meinem Monatsupdate jetzt Tiara, Band 13 von Lee Hyun-hee und Kara. Und ja, ich finde ja wirklich die Reihe mittlerweile sehr, 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 sehr gut. Und dieser Band ist keine Ausnahme und es ist wirklich sehr spannend wieder, was hier passiert. Und es kommen immer neue Geheimnisse ans Licht und Sachen, die man nicht erwartet hat. Und ja, es ist wieder ein toller Band. Schade ist nur, dass er diesmal ein bisschen dünn ist. Also wenn man mal zum Vergleich Sommer der Glühwürmchen nimmt. Also der ist ein bisschen dünner. Hier unten ist Tiara, der ist ein bisschen dünner als die normalen Mangas. Aber naja, gut, was soll's. Ist auf jeden Fall wieder ein toller Band. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, das war's dann auch mit diesem Monatsupdate. Ja, und als nächstes werden auf jeden Fall noch wieder Reviews kommen. Ich habe ja noch einige auf meiner Liste abzuarbeiten. Und auch ein Video mit meinen Top 10 Mangas. Das letzte ist schon ziemlich her. Und ich wurde gefragt, ob ich das nicht nochmal machen könnte. Ich mal gucken, ob noch das Gleiche da ist oder ob ich meine Meinung mittlerweile geändert habe. Ich schaue mir das alte ja vorher nie an. Also das müsste man dann mal vergleichen. Vielleicht, das wäre wahrscheinlich ganz lustig, mal zu gucken, was dann immer noch so dabei ist. Ja, aber das wird euch so noch erwarten. Und wie gesagt, ein Gewinnspiel steht noch an. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt im Mai schon mache oder im Juni erst. Ja, aber es wird kommen und es wird nicht mehr allzu lange dauern und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.